So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und nicht wundern, wenn ich heute ein bisschen nasal klinge und eventuell die Charaktere nicht ganz so ausgereift und eindrucksvoll spreche. Ich habe ein bisschen die Krankheit mit C, also nicht wundern, aber mir geht schon wieder besser. Ist halt nur noch ein bisschen Schnupfen. Von daher, nicht wundern, wenn die nächsten Parts ein bisschen nasaler klingen oder ich die Charaktere, wie gesagt, nicht ganz so toll synchronisiere. Naja, aber wir wollen jetzt zum Glockenturm, denn wir suchen immer noch den Gärtner Ramon, ne? So war das. Ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen, deswegen muss ich mich erstmal selber dran erinnern. Hallo ihr zwei, ihr habt ja schon einige Rätsel gelöst, wie man hört. Ihr kommt ja aber erst durch, wenn ihr mindestens 12 Rätsel geknackt habt. Tja, das sollten wir machen. Na nun, anscheinend ist es schon soweit, hm? Nun, dann habe ich wohl gelogen. Denn wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr noch ein weiteres Rätsel lösen. Sauerei. Sauerei, Rätsel Nummer 35. Seltsame Augen. 20 Pikarab wert. Unten siehst du einige seltsame Würfel, deren Augen etwas wahllos angeordnet zu sein scheinen. Wenn du aber genau hinsiehst, kannst du eine Regelmäßigkeit darin entdecken. Folgendes ist dir bekannt: A ist gleich 0, B ist gleich 9, C ist gleich 6. Wofür steht Summe D? Das ist relativ einfach, weil es einfach die Uhrzeiten sind. Du kannst das als Zeiger sehen, sag ich mal, und dann ist halt 0, weil beide Zeiger auf einem stehen, dann 9, weil halt, ihr seht's ja, also ist D dem zu folgen 3. Einfach die Würfel als Uhr vorstellen sozusagen und dann ist es relativ einfach gelöst. Genau. Wunderbar, wunderbar. Stimmt genau, die Augen der Würfel stellen die Zeigerposition auf dem Ziffernblatt einer Uhr dar. Gut gemacht. Ihr habt es euch verdient, also geht ruhig weiter. Sucht ihr noch einmal die Katze? Wir suchen einen Bediensteten der Familie Reinhold. Sein Name lautet Ramon. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ramon, sagen Sie? Ah ja, ja, den habe ich gesehen, aber wo war das nur? Vielleicht fragen Sie besser jemand anderen. Fragen Sie doch Lucy hinter dem Glockenturm. Ein seltsames Bauteil, wunderbar. Nehmen wir doch gerne an. Und dann können wir jetzt auch in den Glockenturm eintreten oder hinter den Glockenturm. Endlich können wir durch den Glockenturm zum Norden des Dorfes. Wie aufregend. Ich bin schon gespannt, was uns dort erwartet. Eine Katze und eine Maus. Auf jeden Fall schon mal. Gucken wir mal ins Tagebuch, wa? Ein hünenhafter Geselle namens Hector versperrt den Zugang zum Glockenturm. Einen Worten zufolge gewährt er nur diejenigen Passage, die mindestens 12 gelöste Rätsel vorweisen können. Gewiss keine schwierige Aufgabe, vielmehr eine unerwartete. Das ganze Dorf scheint sich aufs Merkwürdigste für Rätsel zu begeistern. Das nördliche Samister. Endlich ist es uns gelungen, durch das Tor in den nördlichen Teil des Dorfes vorzudringen. Die Gassen hier sind eng und gewunden. Sicherlich finden wir hier jemanden, der uns Aufschluss über Ramons Verbleib geben kann. Wir wollen etwas umherfragen. Na dann, machen wir das mal. Machen wir das mal. Aber erstmal ein weiteres Bauteil einsetzen. Wunderbar. Wunderbar, das nehmen wir schon mal so an, ne? Und ich denke, wir suchen natürlich erstmal nach Hinweismünzen, ne? So, eine Platte hier, das ist eine Hinweismünze. Dann die Laterne hat natürlich auch eine, kein Problem. Und Unkraut, wunderbar, damit haben wir alles. Dann drehen wir mal mit der Katze. Die weiß bestimmt viel mehr als Lucy. Sehen Sie mal, Professor, die Katze da, ist das Claudia? Nein, sie sieht ganz anders aus. Ja, das ist eine Straßenkatze und so wie die arme Maus quält, noch dazu eine sehr gemeine. Luke, wo wir gerade bei Mäusen sind, kennst du dieses Rätsel schon? Jetzt geht's um Moneten. Nee, Spaß. Zu viele Mäuse, 30 Pikarab wert. Mäuse sind bekannt dafür, dass sie sich schnell vermehren. Die Mäuseart, um die es hier geht, wirft einmal im Monat 12 Junge. Die kleinen Mäuschen werden schnell wachsen und kriegen selber Junge, wenn sie 2 Monate alt sind. Ein solches süßes Mausekind hast du einen Tag nach seiner Geburt beim Tierhändler gekauft und nach Hause gebracht. Wie viele Mäuse wirst du in 10 Monaten haben? Ja, das ist wieder so eine Fangfrage. Wir haben eine Maus gekauft, wir haben keine 2 Mäuse gekauft. Also haben wir weiterhin nur eine. Eine nette kleine Fangfrage. Das macht aber Layton öfter. Gerne. Du rechnest dann wie blöd herum und dann denkst dir so, oh ja, Wenn du dann die Antwort weißt. Stimmt genau, deine Maus kann ganz alleine gar keine Jungen kriegen. Richtig, ausgezeichnet, Luke.
Ein weiteres Gemäldestück und das Rätsel steht im Rätselindex. Ja, das ist... Es macht Leid manchmal echt gemein und manchmal tricky. Diese Sache, dass wir... Dass so eine Fangfragen kommen. So wurde dir ein Ängst. Muss ich denn hier rechnen? Was sind denn das für Rätsel? Und dann ist es ganz einfach. Sind Sie Professor, das ist ein Rätsel versteckt. Na wunderbar. Das nehmen wir doch gerne an. Rätsel Nummer 107. Wurmwünsche. 30 Pikarat wert. Oh nein. Ein Wurm möchte nicht mehr in irgendwelchen Randzonen des Apfels nagen. Mitnichten. Einmal im Leben wäre auch im Mittelpunkt stehen. Kannst du die Teile so zurechtschieben, dass um mich herum ein Apfel entsteht? Mit nur 8 Teilen sieht das recht einfach aus. Das ist es aber nicht. Oh, ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es maximal. Ihr wisst, wie ich zu sowas stehe, oder? Oh Gott. Ich hasse Schieberätsel. Ich glaube, Schieberätsel hasse ich mehr als alles andere. Schieberätsel sind so nervig. Wer hat sich Schieberätsel ausgedacht? Ich weiß nicht. Ich mache hier gerade irgendwas, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Dass ich ja absolut keinen Plan habe, wie ich hier am besten vorgehe. Das denke ich mal bewusst, oder? Ich absolut keinen Peil habe. Ich am dümmsten vorgehe. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Vielleicht habe ich gerade mal eine Idee. Wenn es vielleicht weiterhelfen könnte. So. Keine Ahnung, was ich hier tue, um ehrlich zu sein. Bin ich das erste Mal. Dass ich keine Ahnung von dem habe, was ich hier tue. Oh, leck mich. Gib mir Hinweise. Dieses Schieberätsel besteht nur aus 8 Teilen, also lass dich nicht einschüchtern, nimm dir Zeit. Wenn du keine Fortschritte erzielst, versuch es mit neuen Zügen, anstatt die alten zu wiederholen, danke. Ist dir aufgefallen, dass sich bestimmte Teile sehr ähnlich sehen? Konzentriere dich auf diese. Wenn du noch einmal Mühe hast, dann fang damit an, das Teil in der Ecke links oben von dort wegzuschieben. Solange du dies nicht tust, kannst du das Schieberätsel nicht lösen. Okay, bringen wir erstmal das hier hin. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Weiß zwar noch nicht was, aber vielleicht bringt es uns was. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ja, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich hasse solche Rätsel. Hab ich das schon mal erzählt? Glaube schon. Oh, ich hasse das. Glaub, wenn ich eins hasse, dann sind das Schieberätsel. Oh. Ich mache hier einfach irgendwas gerade, ne? Und suche mir deswegen eine Antwort. Ich suche eine Antwort, sorry, aber Layton, Rätsel 107. Wurmwünsche, das ist es doch schon. Gib mir einfach die Antwort darauf. Toll, dieses Video ist nicht verfügbar, wo mir die Lösung angezeigt werden soll. Toll, Wahnsinn. Danke für nichts. Danke für nichts, Spiel. Wie es halt so ist, ne? Wie es halt so ist. Sagt mir das Layton Wiki absolut nichts. Aber hier ist ein Video. Eine Minute. So, zeige mir, wie du es machst.
meine werten Damen und Herren. Ich mache das jetzt genau wie im Video. Was anderes mache ich nicht. Sorry, aber Schieberätsel sind echt die Qual für mich. Wenn etwas die Qual für mich ist, dann sind es Schieberätsel. Ich hasse sie. Und ich hoffe, es kommen nicht allzu viele, bei denen ich so verzweifle wie an diesem. Naja, ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich glaube, es ist, also das hätte ich so nicht hinbekommen, sorry, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber es sollte nichts werden. So, 25 Züge, wunderbar. Haben wir das auch geklärt? Dankeschön, danke. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Ein gelöstes Rätsel mehr. Sehr gut, du hast einen kleinen Wurm sehr glücklich gemacht. Für ein schlichtes Schieberätsel war dieses gar nicht ohne, nicht wahr? Hast du übrigens bemerkt, dass beide Teile fast gleich aussahen? Leck mich. Leck mich, Spiel. Das könnte ich am Schlaf lösen. Leck mich, Luke. So, hast du hoffentlich ein einfacheres Rätsel für uns? Bitte? Bitte? Wäre das möglich? Was wollt ihr denn? Ihr wollt mich wohl etwas fragen, richtig? Aber löst ihr vorher nicht vielleicht ein Rätsel für mich? Mein kleiner Bruder und ich haben es zusammen ausgedacht. Jahrestausch. 37. Rätsel, 40 Pigarabwert. Ach, das weiß ich, glaube ich, was das ist. Bruder und Schwester sitzen am Küchentisch und schwatzen. Weißt du, Schwester, jetzt, wenn ich dir von meinen Jahren abgebe, bist du doppelt so alt wie ich. Warum gibst du mir nicht noch eines mehr? Dann bin ich dreimal so alt wie du. Wie alt sind die beiden Kinder? Ja, da gehen wir einfach mal von der Zahl aus. Und ich würde sagen 6. Gehen wir einfach mal von aus, weil ich habe irgendwie 6 im Kopf. Bruder und Schwester sitzt, weißt du, Schwesterherz, wenn ich dir 2 von meinen Jahren abgebe, bist du doppelt so alt wie ich. Also wenn er, wäre er bei 2, wäre er 4 und sie 8, bei 3 wäre sie 9 und der 3. Das passt, oder? Ja. Also 6. So, und sie ist 4 wahrscheinlich. Nee, sie ist auch 6. Sind beide 6. Beide. Ja, 66, genau das wollte ich. Beide sind zu 6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder wenn ich es richtig einschätze. Ja. Wunderbar, wunderbar. Das ging doch schneller. Lieber logisch denken als Schieberätsel. Stimmt genau, die Bedingungen des Rätsels werden nur erfüllt, wenn Bruder und Schwester beide 6 Jahre alt sind. Entweder sind sie Zwillinge oder im gleichen Jahr geboren. Naja, wie dem auch sei. War das zu leicht für euch? Naja. Ihr kennt ja eigentlich den Typen von der Villa. Von der Villa? Ramon? Er sieht zwar ganz ruhig aus, aber er mag das Nachtleben. Er zieht gerne mal mit Beppo um die Häuser. Beppo? Beppo? Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Wo finden wir ihn? Nun ja, Beppo macht sich nicht viel aus Arbeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Um diese Tageszeit lümmelt er sich vermutlich auf dem Hügel nördlich von hier. Geht einfach nach Norden, bis ihr an eine Weggabelung kommt und geht dann nach rechts. Ich hoffe, das hilft euch. Wir sehen uns dann später. Ein weiteres seltsames Bauteil, das nehmen wir gerne. Das nehmen wir gerne. Wunderbar, wunderbar. Dann ist er auch fast fertig. Das kleine Hündchen. Oh, habe ich euch das jetzt gespoilert, was das wird? Naja. Es sieht nicht so aus, als ob wir bald hier rein könnten. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Gehen wir erstmal weiter, das sollte sich bezahlt machen, ne? Suchen wir mal die Hinweismünzen. An der Lampe soll eine sein. Busch in der linken Bildschirmecke. Hier ist einer. Und einzelnes Wäschestück links am Haus. Was? Einzelnes. Das hier? Ja. Okay. Gut, sprechen wir erst mit Agnes oder mit dem neuen Kollegen? Erstmal mit dem neuen Kollegen hier, oder? Ich denke, das macht Sinn. Sabone, oh, na du. Ja, genau wie ich vermutet hatte. Sie möchte mich etwas fragen, das erkenne ich gleich. Mir bleibt so etwas nie verborgen. Fragen Sie ihn nur zu. Aber erst müssen Sie dieses Rätsel lösen. Ich kann keinen italienischen Akzente. Rätsel Nummer 38, Insel hüpfen. 20 Pigarabwert.
Hier haben wir das Luftbild eines tropischen Inselarchipels. Du sollst auf deinem Weg von der Startinsel A links oben zur Zielinsel B rechts unten jede Insel genau ein einziges Mal besuchen. Die Insulaner sagen, dazu braucht man noch genau eine weitere schnurgerade Brücke. Diese Brücke darf allerdings keine bestehenden Brücken schneiden. Wo muss diese Brücke gebaut werden? Schauen wir mal. Also, wenn wir dahin. Ich kann es leider hier nicht einzeichnen, aber ich stelle mir das gerade vor. Da. Jetzt erstmal hier ganz rechts entlang. Warte mal, wir sollen jede Insel einmal berühren. Ein einziges Mal besuchen, okay. Warte. Entweder ist es hier. Probier es mal so aus. So. So klappt es auf jeden Fall. Wir probieren es einfach mal. Auf jeden Fall klappt es so. Ja, ist auch richtig. Wunderbar. Wunderbar. So ist das doch schön. Stimmt genau. Und nun viel Spaß im Inselparadies. Danke. Wie ich vermutet hatte, Sie sind auch ein Detektiv. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend. Sie sind ja fast so gut wie ich. Ich sehe es an den Augen, die lügen nie. Und wenn doch, sehe ich das. Wunderbar. Ein weiteres Bauteil, das bauen wir gleich mal an den Hund. Die Zunge, würde ich sagen. Dann fehlt nur noch Nase und Ohren. Auch schön. Auch sehr schön. Der gibt uns einen Hinweis auf die Hinweismünzen sozusagen. So viel kann ich ja schon mal verraten, denke ich. Oh weh, eure heutige Zukunftsvorhersage ist wirklich beklagenswert. Ich rate euch, mein Rätsel zu lesen, um euer schreckliches Schicksal doch noch abzuwenden. Na dann zeige mal her. Rätsel Nummer 39 in einem Zug 2. Achso, nee, das war... Ich habe gerade überlegt, was das war für ein Rätsel, aber das war gar nicht so schwer. Ich will nur ganz kurz was nachgucken. Nur mal ganz kurz. Nicht, dass ihr euch wundert. Okay. Ich wollte nämlich mal kurz die Partlänge nachgucken, die ich jetzt immer hatte. Ob es zwischen 15 und 20 Minuten waren oder zwischen 20 und 25. Haben noch ein bisschen 30 Pikarat wert. Wunderbar. Du kennst ja mittlerweile die Rätsel, bei denen man Figuren in einem Zug zeichnen muss, ohne den Stift abzusetzen oder eine Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Schau die vier Figuren unten an. Eine von ihnen lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welche? Na, da probieren wir mal, wa? Warte mal, die habe ich falsch angefangen. Mal so an. Aber der geht's auf jeden Fall. Bei der geht's auf jeden Fall. Ich dürfte hochgehen. Und eigentlich hier. Dürfte eigentlich auch gehen, weil man hier ganz gut dann. Blablab. Das geht auch. Die geht auch. Zylinder. Der. Von hier irgendwo anfangen. Ich glaube, der Zylinder geht fast nicht, wa? Der so komisch aufgebaut ist. Ja, der Zylinder wird nicht gehen. Der Zylinder wird tatsächlich nicht gehen, auch wenn es die simpelste ist. Well, here's my guess. Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist es der Zylinder, der am einfachsten erscheint, aber tatsächlich gar nicht so leicht zu machen ist. Gut gemacht, um die Fälschung zu finden, muss man sich die Stellen ansehen, an denen sich mehrere Linien treffen. Und untersuchen, ob die Anzahl der ein- und ausgehenden Linien gerade oder ungerade ist. Ist sie an allen Stellen gerade oder an zwei Stellen ungerade, sollte das Bild in einem Zug gezeichnet werden können. Interessant. Hui, das ging aber schnell. Hat euch der Gedanke an einen schlimmen Monat zugesetzt? Nun, ich sage das nur ungern, aber das Schicksal ist unveränderlich. Ihr werdet das durchstehen müssen. Toll. Danke. Danke für nichts. Danke für nichts im Endeffekt. So, gucken wir mal. Ist der Marktplatz? Ja. Gut, dann haben wir hier natürlich wieder ein paar Hinweismünzen. Und zwar linker Stapel Kartons an dem rechten Marktstand.
Linker Stapel Kartons am rechten Marktstand, was? Ja, gut. Weiße Töpfchen am linken Marktstand. Weiße Töpfchen? Die hier. Die sind gemeint und Pflaster links vom Schild neben Archibald. Ah ja, gut, haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch geklärt, was sagt ihr? Hier gibt es ja so einiges zu kaufen. Wunderbar, reden wir mal mit Archibald. Archibald, mein Arsch kommt bald. Wollt ihr mir wohl kurz euer Ohrlein? Ich wüsste gerne eure fachliche Meinung zu einem Rätsel. Selbstverständlich, Archibald. Rätsel Nummer 40. Wie alt ist Vater? 30 Pikerab wert. Ein Vater schwatzt mit seinem Sohn. Dieser fragt ihm folgendes. Papa, ich bin jetzt 22, aber wie alt bist du eigentlich? Der Vater antwortet, tja, das wüsstest du wohl gern. Ich bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters. Wer ist der Vater, was? Bin so alt wie du plus die Hälfte meines Alters, was? Ich bin 40? Kann das sein? Bin so alt, also angenommen, der wäre also 22 plus 22 gleich 44. Das ist die Hälfte seines Alters. Also nehme ich jetzt einfach mal an 44. Das klingt zumindest plausibel, oder? Ja. Klingt plausibel. Ist es auch. Ist es auch. Stimmt genau, die Hälfte vom Alter des Vaters plus das Alter des Sohnes ist die Lösung. Die Hälfte vom Alter des Vaters entspricht also dem Alter des Sohnes. Der Sohn ist 22, also muss der Vater 44 sein. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. So. Offenbar lag ich die ganze Zeit richtig. Danke für eure Hilfe, Jungs. Tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Ein weiteres seltsames Bauteil, das nehme ich gerne, mein lieber Archibald. Dafür darfst du uns auch gerne aufhalten. Dafür darfst du uns auch gerne aufhalten. Noch ein Ohr und eine Nase fehlen mir in diesem Falle. Na gut, aber das soll es erstmal für den Part gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schinsikowski, euer FlassTV. Bye bye!